Warten. Nicht warten. 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 Xos. Ja, da bin ich und herzlich warten. Willkommen zurück ins warten. Stream. Wow. Jetzt habt ihr die ganze Zeit warten gesagt und warten. Jeder hört zu. Das ist so geil. Ja, worauf warten die beiden eigentlich? Ich kann es euch verraten. Die beiden. Die gucken, wo hab ich's gehabt, ey. Die beiden warten darauf, dass wir Cards Against Humanity spielen. Darauf warten die beiden und zwar ganz schön fleißig. So, einer von euch darf mal mischen. Ich mach die Punkteliste. Bin schon dabei. Ach, du bist da. Oh, dann schreib du mal bitte jetzt die Punkteliste. Das ist sehr schön. Lass dir mal lustige Namen einfallen jetzt mal. Okay. So, und jetzt spielt bei mir der Stream. Der Stream, das geht also, jetzt folgendermaßen. Also, Hutze, du musst epische Namen geben. Genau, epische Namen. Epische Namen. So, ich erklär mal den Stream, wie das geht. Wir haben immer 5 Karten. Und jetzt geht's auf Geschwindigkeit. Es geht auf Geschwindigkeit. Jetzt seid ihr gefragt, jetzt seid ihr dran. Jetzt geht's hier ab. Folgendermaßen. Es geht jetzt so, dass Karte 1, 2, 3, 4 oder 5 eingetippt wird. Also entweder eine 1, 2, 3 oder 5. Also nicht den Text oder sowas. Und immer der am schnellsten ist, der kriegt den Zuschlag. Also die Karte wird gespielt. Also es geht jetzt auf Geschwindigkeit. Tippt mal im Chat, ob ihr das soweit verstanden habt. So, jeder von uns kann schon mal 5 Karten ziehen, damit der Chat auch schon mal sieht, was ich überhaupt habe. Ja, muss nur noch sagen, von welcher Seite aus gesehen, ne? Immer Leserichtung, Luzi. Wir sind hier in Deutschland, immer von links nach rechts. Ja, aber das musst du doch dazu Hoppa, sagen. Ich habe eine zu viel. So, jetzt habe ich's. So, Kidea hat's verstanden, das ist sehr schön. Wenn's Kidea verstanden hat, hat's der Rest auch verstanden. Gib mir mal Karten, ich bin noch beschäftigt. Ja, mach ruhig. Ich muss sowieso meinen Stream erstmal die Karten zeigen. Das ist Karte 1. Karte 2. Ja, die ist wieder nice, ja, das ist wieder geil. Oh, das ist auch eine schöne Karte. Ja, die ist akzeptabel. Und dann haben wir noch die Karte hier. Ja, sehr schöne Karten. Und das Lustige ist, ich muss mit der schwarzen Karte anfangen, weil in der letzten Runde, also in der Runde 2, hatte... Nee, Quatsch mal. Das ist die dritte Runde, wa? Ja. Ja, stimmt. Das heißt, jetzt bin ich wieder dran, ne? Oder? Nee. Nee, der Luzi ist, wa? Luzi. Luzi ist, okay. So, ich sag dann, ich mache immer Striche im Chat und ab dann zählt das. Und zwar immer dann, wenn ich selber die Karte mitbekomme. Dann mache ich die Striche. Ich sag mal so, aktiviere sie, dass sie lesen können, dann sehen sie es und der Erste, der wo die Nummer eintippt, die wird genommen. Achso, okay, gut. Also sobald du vorgelesen hast, dann mache ich... Ja, entweder du klappst die Karte auf, ja, dass es... Ja, klapp doch mal auf. Lies vor. So wird die Welt enden, so wird die Welt enden. Nicht mit einem Knall, sondern mit Punkt, Punkt, Punkt. So, ab jetzt. So, die erste Karte, die erste ist akzeptiert. Wie gesagt, das ist immer jetzt immer die erste. So, immer der am schnellsten ist. So, diese Karte wurde übrigens freundlich präsentiert von Kidea Entertainment. Mahlzeit. Ah. So, dann gehen wir die Karten wieder durch für die nächste Reihenfolge. Genau. Ach, schon mir schon. So. Also, die Welt wird der Ödipus-Komplex. Der frühere Präsident George William Bush, der Ödipus-Komplex. Ja, herzlichen Glückwunsch an Stream. So, wer ist der Stream jetzt? Hä? Rate. Ja, da ich immer hier alt bezeichnet wurde, kommt's hier rein. Ja, genau. Ich hab's mir fast gedacht. Ich wollte es noch nicht wahr. Old McDonald. Ja. Wieso denn McDonald? Warum Old McDonald? Komm, ist tiefsinniger. Es ist noch tiefsinniger? Mhm.
War kind, Old MacDonald nicht ein Kinderschänder? Ey, ich bin kein Kinderschänder. Oh nein, Old MacDonald had a farm. Ach so, jetzt, ja, okay, jetzt. Wegen Farm Simulator, okay. Warum trage ich eigentlich die 1 ein? Das ist deine Aufgabe. Nee, das ist deine. Ich hab das eben schon. Achso, du hast nur die Karte, die Liste erstellt. Achso, okay. Ja. Okay, ich verstehe. Gut, jetzt seid ihr beide dran, ne? Zur Rettung von ... spendete Bill Gates neben Geld zusätzlich. Hallo? Ihr müsst 2 Karten legen. Was? Das heißt nicht was, das heißt wie bitte. Ich lese euch nochmal vor. Zur Rettung von ... spendete Bill Gates neben Geld zusätzlich ... Also die Karte, die jetzt da vor mir liegt, bitte mal. Ja. Ist nicht einfach, das Spiel. Das ist sehr schwierig. Aber wir üben ja noch. Kann es sein, dass das Kick bei dir nicht so geht? Wie Kick? Ich habe gar keinen Kick. Ich gehe auch nie in Kick rein. Was mache ich? Keine Ahnung, warte. So, ich hoffe, dass die Streaming-Qualität jetzt einigermaßen hinhaut. Wie gesagt, ich bin ja nochmal 500 Kilobyte runtergegangen. Aber unter 1500 will ich nicht gehen, weil es dann einfach zu stark leidet. Können wir keine antun. So. Ach, die liegen schon. Ihr sollt sagen, dass ihr bereit seid. Ne? Das ist wieder typisch. Ne? Und ich habe keine Figur zum Spielen. Oh, du kriegst gleich einen. Also, zur Rettung von Barack Obama spendete Bill Gates neben Geld zusätzlich Brustkrebs. Ja, der gute Herr, der alles hier so spendabel ist. Das nenne ich mal Donating. Ne? Das ist doch mal Donating. Ne? So, zur Rettung von fleißigen Mexikanern spendet Bill Gates neben Geld und zusätzlich Teilen Buttons auf Portseite. Ja, ich muss mal sagen, der Punkt geht eindeutig an die Teilen Buttons von Pornos. Hm? Wer ist denn dann? Häuptling Grauer Busch bist du das, wa? Jawohl. Ja, du bist Häuptling Grauer Busch. Ich weiß zwar nicht warum, aber wird schon seinen Grund haben. Oder hast du eine Pockerhunters zu Hause? Okay, er hat die Pockerhunters zu Hause. Eindeutig. Ja, dann hast du bestimmt heute früh noch einen Wigwam gebaut, wa? Dafür gibt's sogar einen Fachbegriff, weißt du das? Ein Wigwam bauen am Morgen? Ja, yeah. Glory Morning. Ja, genau die. Gut. Kick ist auch ein Messenger. Achso. So, jetzt sind wir wieder dran. Also der Chat ist gefragt. Karte 1. Karte 2. Bin ich 3. Schon wieder? Ja, ja. 4. Okay, Freunde der Nacht. Und die Karte 5. Studien belegen, dass sich Laborratten 50% schneller durch Teststrecken finden, wenn sie ... ausgesetzt wurden. Oh, eine schwierige Karte. Dann machen wir mal kurz wieder unseren Trainer und ab jetzt gehen Votings aus. Mal sehen, was erscheinen wird. Drei. Das ging jetzt am schnellsten. Dann geht die Karte 3. Der Stream hat gewartet und gewotet. Da haben wir's. So, dann wollen wir mal gucken. Studien belegen, dass sich Laborratten 50% schneller durch Teststrecken finden, wenn sie Landwirtschaft ausgesetzt wurden. Mhm. Oder aber auf einer öffentlichen Toilette kacken gehen.
Exos, bist du eigentlich ein Laborratte? Wer ist das nicht auf dieser Welt, hä? Ja, stimmt. Aber du bewegst dich nicht wirklich schnell, obwohl du dich in der Landwirtschaft bewegst. So. Ich würde sagen, wenn sie auf einer Toilette, öffentlichen Toilette kacken gegangen sind. Oh. Weil dann wollen sie schnellstmöglich duschen gehen. Dann wollen sie schnellstmöglich duschen gehen. Ich kann da sogar was sehen, da hat der Chat leider Pech gehabt. Okay. Dankeschön. Oh, dankeschön. So, Herr Lucifer, Sie sind dran. Jawohl. So, ich zeig nochmal die Karten. Was ziert die Titelseite der nächsten Ausgabe des Playboy? Playboys. Ja, gut. Und da ist schon die Strichlinie und dann wollen wir mal gucken, was erscheinen wird. Ja, Spannung steigt wieder. Voting, 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 Voting. Das Voting läuft und sind alle ganz scharf gespannt. Ich schätze mal, dass diese Karte 5 kommen wird. Ich gucke mal. Kommt Karte 5? Kommt ein Fragezeichen. Anscheinend wurde der Text nicht verstanden. Ich zeig dir nochmal. Ah. Da ist der Text nochmal. Der Chat ist noch verwirrt. Er überlegt noch anscheinend. Hm? Ah, Karte 5. Ich hab's doch geahnt, dass Karte 5 kommt. Mensch, und da kommt nochmal Karte 5. Alle sind sich anscheinend sehr einig. Und da kommt nochmal. Ja, 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 ja. So, okay. Dann haben wir. Oh. Okay. Oh, oh, oh. Dann oh. Sind wir mal gespannt, was. Was auf den nächsten Titelzeit kommt. Ja. Darf ich nochmal gucken, was ich gerade gespielt habe? Nee, geht jetzt nicht mehr. Schade. So. Und? Ein starker Mongoloid? Ah. Mongoloid? Von 6 besessene wilde Tiere. Die Mongoloide. Gut, danke. Der Mongoloid hat gewonnen. Oh Mann, schade für den Chat. Also ich hätte ganz ehrlich mir für meinen Chat entschieden. Also die sexbesessenen Tiere, hallo, da geht immer so auf den Playboy. Ne? Da ist ja schon Hase drauf. Also ja, ist doch so oder nicht? Ne? Seid doch mal ehrlich. Ne? So. Diese Karte widme ich. Wen widmen wir die jetzt? Die widmen wir mal Kidea. Das ist ja mein Moderator jetzt, der gerade ja auch so fleißig hier im Chat auch moderiert. Alle benehmen sich ja, also er hat gerade nicht viel zu tun. Deshalb kann er mal sich diese Karte reinziehen. Punkt, Punkt, Punkt. Mit Kindern getestet, von Müttern freigegeben. Ja, ja, da möchte ich jetzt was Schönes, Fieses haben. Also alles andere wäre langweiler. Okay, der Erste legt seine Karte ab. Da braucht man nicht lang zu überlegen. Da muss man nicht lange überlegen. Dann hat er bestimmt die Michael Jackson-Karte gehabt. Ich arbeite an deinem Wallpaper, du Lauch. Lauch, stimmt, der ist ja fleißig. Naja. Willst du mal mischen? Ich mache Mission Impossible. Gut. Ein Affe, der eine Zigarette raucht. Mit Kindern getestet, von Müttern freigegeben. Also wenn ich das jetzt so vorlese, klingt das schon wirklich nach Werbung. Das ist die Härte. Glorious mit Kindern getestet. Von Müttern freigegeben. Oh, also die ist strong, die Karte. Die ist strong, die Karte. Das ist ja, wer hat die gelegt? Ich. Oh, Luzi, du bist so böse. Du bist so böse, Luzi. Das geht ja gar nicht. Ja. Gut. Achtung, Chef, ihr seid wieder dran, ne? Es stehen folgende Karten zur Auswahl. So.
Die Glory Hole. Was ist am meisten Emo? Boah. Ja, was ist am meisten Emo? Hm. Ja, da ist der Chat wieder gefragt. Oh, Luzi, ruckzuck. Was ist am meisten Emo? Ich zeige euch nochmal die Karten, damit ihr die Reihenfolge habt. Jetzt müsste ich eine Facecam haben. Dann würdet ihr sehen, wie ich bei den Pakt so tanze. Die Musik ist schon der Hammer. Ich musste gerade an den letzten Post denken im TS, wo ich dann so geschockt war. Was? Wo ich so geschockt war, wie ich dann das Bild von der Spielerin gesehen habe. Ja, Kidea, ich hab's, Kidea. Mensch, einmal reicht. Oh Mann, aber der ist eindeutig sehr überzeugt von dieser Karte gewesen. Du hast die ihm ja auch gewinnen. Nee, das war die letzte Runde. Die ja, ja, das war die, wo ich die Schwarze gespielt hatte. So, was war denn meine Frage? Ah, was ist am meisten Emo? Ja, was ist am meisten Emo? Kleiderbügel. Oh. Das ist schwer. Die Kleiderbügelabtreibung. Kleiderbügelabtreibung. Herzlichen Glückwunsch, Kitea. Du hast den Punkt geholt. Auch. Das war eine Gewinnerkarte. Kitea, das ist eindeutig klar. So, ich gebe euch wieder mal die Karten aus. Es gibt so gewisse Karten, die gewinnen prinzipiell immer. Oh ja. Kommt aber auf die Kombination an. Was ist dieses Geräusch? Ja, lieber Chat, da durft er wieder entscheiden. Was ist dieses Geräusch? Ja, Kidea schreibt gerade, wenn es um Geschmacklos geht, gewinne ich haushoch. Ja, Kidea, dann hol dir mal Tabletop Simulator. Allerdings. So, Die erste Karte wurde wieder gewählt. Zacki bumm, da gehen wir mal ran. Das ging schneller. Wie gesagt, einfach nur die Zahl tippen. Gar nicht den Text. Das macht nur langsam. Ja, warum das so ist. So. Günther Jauch, der von einem Schwan Greifvögel attackiert wird. Ja, aber schon eigentlich wieder gut, ne? Ein Nachter Nachrichtensprecher. Aha. Passt ja eigentlich in dieselbe Sparte, ne? Was gefällt dir aber besser? Der Nachrichtensprecher. Ja, Glückwunsch an den Chat. Ja, der Chat macht jetzt gerade schön Punkte, wa? Ihr müsst aufpassen, der Chat könnte gewinnen. Das sieht gut aus für den Chat, ne? Das sieht sogar sehr gut aus für den Chat. Gut, also. So, wir sind wieder mit der schwarzen Karte dran, ne? Und die schwarze Karte sagt uns... Bob Ross ist hier um... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, warum ist Bob Ross hier, liebe Leute? Wer ist Bob Ross? War die Frage jetzt ernst gemeint? Warte mal, ich muss die Karte nochmal lesen. Bob Ross? Ja, Bob Ross. Wer ist Bob Ross? Lieber Chat, bitte schreibt mal jetzt im Chat für den guten Herrn Hutzebutz, wer Bob Ross ist. Ich möchte das nicht erklären. Schreibt das mal hinein, wer Bob Ross ist. Mal sehen, ob da was kommt in 30 Sekunden. Weiß ich aber auch nicht. Okay, Gronkfan weiß es auch nicht. Okay, mal sehen, ob es einer im Chat weiß. Jetzt kommt die große Frage, wer ist Bob Ross? Creepy HDX weiß es auch nicht. Gronkfan, nee, wir sind gar nicht dran. Wir können die Karte nicht spielen.
Wir können die Karte nicht spielen. Guck mal, die schwarze Karte ist bei uns. Wir können keine Karte spielen. Nein. Wer ist Bob Ross? Jetzt erklär. Genau, wer ist Bob Ross, liebe Leute? Komm, einer muss es wissen. Also mindestens einer. Also ich sehe da einige Leute im Chat, wobei ich einer weiß, der wisst eigentlich... Ah, ich weiß, schreibt er. Okay, KP. Hans wäre Vater. Hallöchen. Das wäre cool, Mist. Oh Mann, ja, natürlich wäre die Karte cool. Die wäre... Ein Maler, schreibt Kider. Ja, ein Maler. Ein Maler, der ich übrigens... Ich weiß doch noch nicht mal, wer das Ohr jetzt abgeschnitten hat, ob das Picasso war oder nicht. Jetzt ganz soll ich Bob Ross kennen. Ja, das war Picasso. Also Bob Ross ist ein moderner Maler aus der Hippie-Zeit sozusagen, der in Amerika die Zockersell, das hier auch gerade so schön schreibt, eine Malsendung hatte, so Malen für Anfänger sozusagen. Und ah, Malen nach Zahlen mit. Ja, na, nicht ganz mit Zahlen. Und der hat das so ein bisschen seltsam auch aufgezogen, hat eine lustige Frisur gehabt, ist aber wie gesagt mit seiner einiger Zeit tot. Und ja, auf Twitch. Ja, und auf Twitch kannst du halt von ihm auch den Endlos-Stream angucken. Gut. Es fehlt hier übrigens noch eine zweite Karte. Hey Annika, wo ist Annika? Ich hab noch nichts im Chat gesehen. Ah, da. Okay. Oh Mann, da müffelt jemand, okay. Müffel ich auch? Nee, ich hab heute geduscht. Ganz im Gegensatz, wo RTL immer sagt, Gamer sind verschwitzt und Mann. Die sind ja alle ungepflegt. Ja, ja, die sind alle ungepflegt. So, Bob Ross ist hier um... Pädophilie, oh Gott, der ist böse. Der ist böse, also der hat over 9000 Punkte. Mal gucken, ob die andere das noch besser knacken kann. Bob ist hier, um einen Stromschlag zu bekommen. Also der Stromschlag ist zwar irgendwie lustig, aber die ist böse. Wer von euch ist pädophil? Ja, Luzi, bei mir musst du aufpassen, wenn ich Fragen stelle. Bei mir musst du aufpassen. Da haut dann gleich ich raus, ist so krass. Ja, was soll ich so sagen? Soll ich. Ja, du hättest so sagen können, diese Karte hat meiner einer gelegt. Gut. Nimm soll jetzt. Ich da jetzt noch, soll ich da jetzt noch einen Brief schicken oder was? Nimm mich jetzt auf, wenn ich stinke, sonst sag ich winke, winke und goodbye. Stimmt, das war ja nie. Von wem war das? War das von. Wer war das? Das waren doch die Toten Hose oder ERV? Nein, die Doofen. Ach, die Doofen. Ach ja, stimmt, die Doofen waren das, ja. Ja, Olli Dietrich und Wiegald Boning. Wer ist denn dran? Genau. So, ich zeig meinen Chat mal wieder die verfügbaren Karten. Karte 2. Im Labor paarten Wissenschaftler mit und erschufen eine hochintelligente Lebensform. So, das ist jetzt kompliziert. Jetzt möchte ich eine Zahl, Komma und dann die nächste Zahl. Wer als erstes ist, kriegt den Zuschlag. Eine Zahl und die nächste Zahl mit einem Komma getrennt. Ihr habt also nochmal zur Auswahl. Ah, könnte schwierig werden. Ah, mal sehen, was kommt oder nicht kommt. Okay, also 1,5. Ja, da war der Moderator leider zu langsam. Aber ich glaube, der ist sehr stark beschäftigt mit dem Design der von Braun. Ein sehr tolles Projekt aus Körbes Bestprogramm. Am Samstag übrigens ist wieder Regelstream für Körbes Bestprogramm. Also für die Leute, die Körbes Bestprogramm gerne zuschauen. So, im Labor paten Wissenschaftler es mit dem Staubsauger treiben, mit Todesangst haben... Und erschufen daraus eine hochintelligente Lebensform. Das geht besser. Okay. Mal gucken, ob das wirklich besser geht oder ob
Luzi kompletten Burner hat. Im Labor, Patenwissenschaftler. Pterodactyl-Eier. Pterodactyl-Eier. Mit Pornostars. Und erschufen eine hochintelligente Lebensform. Luzi, ich gratuliere dir. Ja, was Luzi. Ich muss sagen, das hätte ich auch gemacht. Und das nicht nur weiße Eil mag. Es passt einfach geil. Et haut mal hin. So, dann zeige ich nochmal die verfügbaren Karten für den Chat. Hast du eins? Nee, du bist jetzt dran, Exos. Nee, du bist dran, ne? Du hast gerade einen Punkt bekommen, also bist du dran, so. Weil Hutze gespielt hat. Ja, okay. Ja. Immer ruhig bleiben. Gut. Dann hau mal raus die Karte. Was ist die neue Trenddiät? Oh, was ist die neue Trenddiät? Hammerfrage, da ist der Chat wieder gefragt. Mal sehen, wofür der sich entscheiden wird. Da bin ich direkterweise mal neugierig. Oh, die Entscheidung ist gefallen. Es ist Karte Nummer 3. So, viel Spaß. So, mal gucken, ob der Stream gewinnt. Ich habe immer noch kein Spielzeug. Du hast immer noch kein Spielzeug. In der nächsten Runde gibt es wieder Spielzeug. Okay? Naja, immer diese jungen Leute, die spielen wollen. Ich will doch nur spielen. So, was ist die nächste Trenddiät, ne? Ja, was ist die nächste Trenddiät? Gerichts- oder Kiefersperre? Ne? Was ist es? Die Kiefersperre. Oh. Yes. Ja, tut mir leid. Ich hab das jetzt nicht ausgewählt. Also, da könnt ihr euch beim Luzi beschweren. Also, ich hätte eindeutig den Gericht genommen. Ne? Und das nicht nur, weil ich mit euch sympathisiere. Gut. Die Beschwerdestelle ist übrigens im 20. Stock, Zimmer Nr. 15, 58, 70C. Nein, wir machen das anders. Formular also 85, 08, B holen. Nee, wir machen das anders. Dürft ihr euch nicht von dem Schild stören lassen, Balkon demontiert. Einfach ja. Eintreten. Okay, Luzi, wir machen das einfach, weil wir sind ja im Zeitnetz. Beschwerden bitte an. Beschwerde@lucifer.de. Danke. Gut. Nächste Karte. Gucken wir mal. Womit lässt sich AIDS behandeln? Ja. Mit einem guten Wodka höre ich gerade von meiner Qualitätssicherung. Keine Ahnung, ob das wirklich hinhaut. Eine Karte haben wir. Kannst du dann auch mal die Community entscheiden lassen, wer gewinnt? Das wird dann aber sehr kompliziert. Können wir ja mal gucken. Genau, das machen wir dann in der nächsten Runde. Nächste Runde darf die Community entscheiden, wer gewinnt. Das machen wir mal. Gut. Warum legt ihr die nebeneinander, bitte? Ihr wollt mich hier quälen, wa? Ja, komm. Ach, was kannst du hier noch? Gut. Wir können dich doch gar nicht quälen, Exos. Nee, könnt ihr nicht. Doch, ihr seid jeden Tag dabei. Gut, womit lässt sich AIDS fahren? Eine Spur von Tränen. Oh, der hat schon ein bisschen Qualität, auf jeden Fall, die Spur von Tränen. Womit lässt sich AIDS behandeln? Scientology. Also Scientology hat eindeutig den Zuschlag. Wer von euch in Scientology? Ich bin Scientology. Du bist Scientology, Ole. Okay, das wird jetzt ein Stechen. Das weißt du. Wenn der Luzi...
Obwohl, nee, noch nicht wird's ein Stechen. Du bist ja jetzt dran, ne? Das heißt, entweder gewinne ich jetzt oder nächste Mal wird ein Stechen. Oh, das wird wieder. Das entweder wird, gewinnt die Community. Ja, das wird verdammt knapp. Das wird verdammt knapp. So, ich zeig der Leuten nochmal die Karten. Warte. 2. 3. Boah, geile Karte. 5. Es muss noch eine Runde geben. Diese Karte muss ich einfach spielen. Die Karte musst du einfach spielen. Ja, es muss eine weitere. Es muss noch eine Runde geben. Ja, ja, ja. Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihnen Punkt, Punkt, Punkt zeigen. Oh ja. Das ist eine Burner-Karte. Oh ja, die ist geil. James Bond übrigens. Einer der ganz schönsten Filme. So, da muss ich mal kurz die Linie ziehen, damit ich sehe, welche Zahl als erstes kommt. Zahlen, 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 liebe Leute. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ihr seid jetzt dran, ne? Die Wartemusik. Gut, ja, das ist die Wartemusik. Die habe ich die ganze Zeit hier am Laufen, ne? Gut, diese Karte soll es sein. Die Community hat entschieden, entweder gewinnt sie jetzt oder nichts. Wollen wir mal schauen. Die sind sich sogar einigermaßen einig jetzt mal. Halt, halt, ich glaube, ich habe die falsche Karte gezielt, oder? Oh. Habe ich die falsche Karte gezogen? Warte mal, habe ich die falsche Karte gezogen? Jetzt zu spät. Habe ich die falsche Karte gezogen? Die schreiben alle 4, Alter, 4. Ich glaube, ich habe die falsche Karte gezogen. Ja, es ist gemischt. Warte mal, pass auf. Nee, 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 die wollen die andere Karte haben. Pass auf, das ist die richtige Karte. Ich weiß ja, welche die falsche ist. Warte mal, wir liegen mal alle jetzt übereinander. Warte mal. Mist, Mist, Mist. Ich habe die falsche Karte gezogen. Also, das ist ein schweres Foul, was du da treibst. Ja, nee, 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 die wollten 4 haben. Die wollten 4 haben. Die wollten 4 haben. Wir wissen ja, welche die Karte 4 war. So. Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihnen Bilder von Tit zeigen? Muss ich ihnen ein cooler Hut zeigen? Okay. Muss ich ihnen der Pfarrer Dr. Martin Luther King Jr. zeigen. Okay. Na? Bilder von Titten nehmen, das passt am besten. Gefällt mir am besten. Ja! Es waren die Bilder von Titten. Ja, ich damit ist auch. Das wirklich jetzt sehr ausgeglichen. Guckt euch das mal an. Ausgeglichen und so ein Ende. Also, ob wir die Karte 4 genommen hätten oder die Karte 4. Das ist nicht gut ausgegangen. Okay. So, warte mal, ich muss erstmal meinen Leuten hier erstmal die ganzen Karten nochmal zeigen. Aber ihr habt ja schon verloren. Karte 1? Wieso haben wir schon verloren? Ja. Obwohl, nee, stimmt. Ja, jetzt kommt eine Stecherrunde. Ja, jetzt ist Matchball, jetzt ist Stecher. Jetzt wird gestochen hier. Jetzt kommt die Stecherrunde. Ey, bist du ein guter Stecher, Hutze? Wunderbare Tochter zu steuern. Oh, top Antwort. Was benutzt man in der Nachhilfe, um Schülern in Großstädten zu Erfolg zu verhelfen? Ja, was benutzt man in der Nachhilfe, um Schülern in Großstädten zum Erfolg zu helfen? Ja, da habt ihr nochmal die Karten. Ich gebe euch jetzt mal einen Strich und ich gebe euch einen Strich. Auch wieder so verkehrt. Gut, ihr dürft entscheiden, welche dieser Karten es sein darf. Ich zeig's euch nochmal ganz flott. Weil das ist jetzt die Stecherrunde. Jetzt ist Konzentration gefragt. Auch vor allen Dingen auf meine Art und Weise. Okay, ich sehe jetzt Karte 2. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob Karte 2... Meine Karte, auf die ich eigentlich gebaut habe. Ich sehe nochmal Karte 2. Die Leute scheinen sich einig zu sein mit der Karte 2. Ja, Hutze. Ja. Es kann nicht immer gut gehen, ne? Einer will Karte 5 farmen, aber das kommt leider zu spät. Es zählt immer der erste Abgebetermin. Der erste Abgeber zählt. Bitte übergeben Sie sich jetzt ab. Ja, ja.
Oh, da wird aber gemischt. Da meint jetzt jemand sehr ernst mit der Stecherrunde. Weil der gerade davon nicht aus dem Kontext reißt. Wir machen mal Nahaufnahme. So. Oh, das sind zwei hervorragende Karten. Ausländer. Ja. Yeah. Was benutzt man der Nachhilfe, um Schüler in Großstädten zum Erfolg zu verhelfen? Ausländer. Dann hat man vielleicht Glück, dass sie nebendran ein bisschen mehr strahlen. Strahlen? Ist das nicht eher was irgendwas in Russland mit diesen Atomreiler? Nein, nein. Nein? Na, Herr Luzi. Was darf Poppers sein? Eine Runde Poppers oder eine Runde Ausländer? Poppers. Poppers hat gewonnen. Ich würde mal sagen, der Chat hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten im Chat. Diese Karte wäre noch wunderbar gewesen. Nein, die habe ich nicht das nächste Mal. Bam, oh, AE. Ich glaube, weil die hatten wir alle noch nett. Ja. So ist das. So, ich trinke kurz mal wieder flotten Kaffee und dann zwei, drei Schluck und dann fangen wir wieder an.